4 Wochen zum letzten Spiel in der dritten Liga. Ich habe hier unseren Cheftrainer Christoph Dabrowski sitzen. Eine Woche trainieren wir jetzt schon wieder mit etwas Abstand. Wie schaust du auf die Hinrunde zurück, Dabro? Ja, hallo. Es war ein sehr ereignisreich und auch sehr, sehr spannend und turbulent auch zugleich, gerade am Anfang. Die Euphorie nach dem Aufstieg war sehr groß. Das war auch an allen Ecken hier spürbar. Bei der Mannschaft, bei dem Umfeld, bei den Fans im Verein. Und wie der Start gelaufen ist, haben wir, glaube ich, alle erlebt. Ja, das war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da wurden wir auf den harten Boden der Realität erstmal kurz runtergebracht. Und dann ging es darum, dass wir nicht in Aktionismus verfallen, sondern dass wir uns darüber Gedanken machen, was wir verbessern können und was wir anpassen können. Und das haben wir gemacht. Und dann hat das zum Glück auch Früchte getragen. Und die Mannschaft hat dann in beeindruckender Art und Weise zu einer Mannschaft gefunden und zu Stabilität. Und ich denke, das war dann in der Endkonsequenz dann zu sehen in der Endphase der Runde mit 7 ungeschlagenen Spielen und ja, mit einer super Mentalität, die die Mannschaft sich erarbeitet hat. Und es hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und jetzt haben wir das sacken lassen und wollen natürlich mit dem Start der Vorbereitung an die Punkte, an die Dinge, die ich gerade erzählt habe, anknüpfen. Und das Ziel wird natürlich sein, das ins neue Jahr mitzunehmen. Harte Realität, hast du gerade gesagt, die ist am ersten Spieltag SV Elversberg. Die stehen jetzt ganz vorne, das konnten wir nicht erahnen. Ist das der Verein, der dich am meisten überrascht? Oder gibt es noch andere Vereine an dieser dritten Liga, wo du sagst, die hätte ich eigentlich woanders zu dem Zeitpunkt erwartet? Ja, das ist mit Sicherheit eine positive Überraschung. Aber ich kenne mich natürlich aus mit den Kaderstrukturen der Drittligisten und mir war klar, dass es eine Mannschaft ist, die seit Jahren gefestigt war und die auch Spieler in ihren Reihen hat, die schon auch Drittliga-Erfahrung haben und die einen Trainer haben, der schon seit langer Zeit dort arbeitet. Also da ist sehr viel Kontinuität vorhanden und dementsprechend ist es dann vielleicht doch nicht so überraschend, aber was wirklich überraschend ist, die Konstanz und die 41 Punkte, die bei Elversberg dann aktuell auf dem Konto stehen. Wir wollen jetzt aber den Blick an die Hafenstraße richten und den Blick ins Hier und Jetzt richten. Cedric Harenbrock und Thomas Eisfeld wieder im Mannschaftstraining, Simon Engelmann im Aufbautraining. Es gibt uns schon mehr Möglichkeiten, oder? Ja, ich bin natürlich froh über jeden Spieler, der aus einer Verletzung wieder verfügbar ist und die Konkurrenzsituation natürlich erhöht und den Druck auf die Spieler, die jetzt auch gespielt haben und performt haben. Ja, weil Konkurrenz fördert immer einen Gedanken der Leistungsfähigkeit und deswegen freue ich mich, dass die beiden und ich hoffe natürlich auch demnächst, dass der Engel auch mit dabei ist, dass die dann Druck machen und Druck ausüben auf die anderen Spieler. Vor uns liegen jetzt noch 4 Wochen, insgesamt waren es 5 Wochen harter Arbeit. Gibt es Punkte, wo du sagst, da möchte ich besonders mit der Mannschaft dran arbeiten? Es geht natürlich auch vor allem darum, dass wir körperlich wieder in einer Top-Verfassung sind. Ja, aber da haben die Jungs im Urlaub auch schon einiges dafür gemacht und sich in der Hinrunde einiges erarbeitet. Es geht darum, dass wir unsere defensive Stabilität auch aufrechterhalten und verfeinern. Und da werden wir immer wieder dran arbeiten. Ich finde, dass wir in bestimmten Bereichen noch Potenzial haben, gerade was das Umschaltspiel nach Ballgewinnen angeht. Da haben wir sehr viele gute Situation gehabt, wo aber die letzte Präzision gefehlt hat und das kann man aber ganz gut trainieren, damit die Abläufe dann auch passen. Ich finde, in Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner können wir auch noch zulegen, dass wir dort noch ruhiger und mit besseren Lösungen den Gegner dann auch vor Probleme stellen. Dass wir dann gerade wie die letzten Heimspiele gezeigt haben gegen Meppen und gegen Zwickau, Gegner, die gut verteidigen, die uns das Leben schwer machen, dass wir dort einfach dann eine Wahrscheinlichkeit erhöhen, dann auch so ein Heimspiel dann auf unsere Seite zu ziehen. Daran werden wir dann auch in der Vorbereitung arbeiten. Mit diesen Vorhaben im Rücken, wie planst du die kommenden 4 Wochen? Jetzt steht ja auch Weihnachten vor der Tür. Haben die Jungs da nochmal frei über Weihnachten? Ja, wir haben
letzten Donnerstag das Training wieder aufgenommen und bis zum Heiligabend nehmen wir uns vor, die Belastung schon auch hochzuhalten, ja, dass wir dort wirklich 2,5 Belastungswochen auch hinter uns bringen, dass wir dann über die Weihnachtsfeiertage nochmal 4 Tage frei machen, ja, um das Ganze nochmal sacken zu lassen, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, mit ihren Familien besinnliches Weihnachtsfest zu feiern. Und dann geht es schon zwischen den Jahren weiter, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, und über Silvester kriegen sie dann auch nochmal einen freien Tag. Und dann geht es schon in die Endphase der Vorbereitung. Dann sind nur noch 2 Wochen da mit den abschließenden Tests gegen Górnik Zabrze und mit dem Hallenturnier. Und ja, dann steht schon Halle vor der Tür. Und da arbeiten wir jetzt die nächsten Wochen darauf hin, dass wir dort auf dem Punkt genau da sind und die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Dabro, wir wollten das Interview. Das war der Sportdirektor. Ja, gut, aber dann, wird mir verzeihen, dass ich dann, jetzt nicht dann, angehe. Dann nicht. Wir wollten das Interview eigentlich draußen machen. Jetzt gucke ich mal so raus auf den Platz. Da ist ganz schön eisig und frostig. Gestern in der Soccerhalle trainiert. Inwiefern verändert dieses kalte Wetter, wo wir auch den Rasen schonen müssen, den Ablauf der Vorbereitung oder haben wir das mit eingeplant? Das ist immer ein Teil der Vorbereitung, dass man auch improvisieren muss und flexibel auf Witterungsverhältnisse eingehen muss. Ich glaube, wir sind nicht die einzige Mannschaft, die diese Probleme hat. Und wir konnten jetzt leider die letzten 2 Tage kein Fußballtraining machen, aber wir haben die Zeit optimal genutzt, im Kraftraum bzw. an läuferischen Dingen zu arbeiten, um trotzdem auf ein gutes Level zu kommen. Gestern waren wir in der Soccerhalle, ja, da haben wir uns schon mal vorbereitet, was im neuen Jahr in Gummersbach beim Hallenturnier auf uns zukommt. Ist dann auch der nötige Spaß dabei und ich hoffe, dass wir heute im Stadion trainieren können, um uns dann schon mal an den Platz zu gewöhnen für das Testspiel gegen Paderborn am Samstag. Du schaust jetzt viel voraus. Thema lange Pause, haben wir jetzt schon länger drüber geredet. Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Ding, wo sich einige Vereine in der dritten Liga neu positionieren könnten. Was erwartest du, wie sich so eine lange Pause auf die gesamte Liga auswirkt? Ja, die Frage ist spannend, die Frage, die du stellst, ist spannend und schwer zu beantworten. Ich liebe grundsätzlich den Wettkampf, ja, und am liebsten würde ich nächste Woche schon beginnen mit den Meisterschaftsspielen, aber wir wussten, was auf uns zukommt. Viele Mannschaften haben eine Vorbereitung auch anders gestaltet, dass sie einfach noch 2-3 Wochen durchtrainieren und dann eine Pause machen, um dann nochmal die letzten 2 Wochen vor dem ersten Spiel dann zu nutzen. Letztendlich wird uns dann die Saison zeigen, welche Herangehensweise die beste war. Ja, aber ich denke, wir haben so viel erlebt bei RWE in dem letzten halben Jahr, beziehungsweise die Jungs, die das ganze Jahr da waren, auch mit dem Aufstieg, mit der Euphorie, dass ich glaube, ganz gut war, dass wir jetzt mal eine Pause hatten und dass alle das mal sacken lassen konnten, um frische Energie zu tanken, um die neuen Aufgaben anzugehen. Und das haben wir jetzt seit Donnerstag dann auch getan. Eine Frage muss ich dir noch stellen. Die habe ich dir schon in Wesendorf gestellt. Da ging es so ein bisschen um das Highlight der Saison. Da haben wir noch darüber geredet. Auswärts gegen München, wenn Dresden hier hinkommt. Jetzt ist es genau umgekehrt. Worauf freust du dich am meisten in der Rückrunde? Oder gibt es da ein Spiel, wo du sagst, jo, das wird das Beste? Ja, ich meine, wenn ich mir die Hinrunde jetzt angucke, war natürlich schon ein Highlight in Duisburg vor ausverkauftem Haus zu spielen. Da war wirklich Emotion da, da war Leidenschaft da, auch von den Tribünen. Das Spiel war auch sehr packend und ich glaube, gegen Duisburg zu Hause wird es ähnlich sein. Ja, das ist ein Derby, ich glaube, da wird hier auch die Luft brennen an der Hafenstraße. Aber es gibt mit Sicherheit auch die Duelle gegen 60 München. Ja, das haben wir ja an der Grünwalder Straße schon gesehen. Ich glaube, dass es hier nochmal ein bisschen feuriger zugehen wird. In Dresden zu spielen ist natürlich auch fantastisch. Ja, vor 30.000 Zuschauern, einem tollen Stadion, ist ein Traditionsduell. Also da gibt es schon einige Spiele und Duelle, auf die wir uns wirklich freuen können. Dabro, ich danke dir für das Interview. Ich entlasse dich jetzt ins Telefonat und bei Jörn kannst du es auf mich schieben. Ja, danke dir. Ja, sehr gerne. Ciao.